So verlasst ihr die Tempelanlage wieder und nach einigen Schritten, die ihr durch die gepflasterten Straßen geht, könnt ihr dort auch wieder auf Tigrech treffen und Hyvilla Mariks Fuchsecker, die dort immer noch verletzt liegt, Bolzen in ihrer Brust, in ihrer Seite. 2 Stunden lang könnt ihr durch den Urwald irren, geführt von Tigrech. Es dauert etwas, doch dann, nach einiger Zeit, trefft ihr wieder auf die Küste. Vor euch liegt die Drachentöter. Das Schiff der Sonnenlegion fehlt. Aber auch von den 3 Schiffen der Roten Legion, der Kamordgardisten, ist nichts zu sehen. Ihr könnt erkennen, dass euer Schiff beschädigt ist, ein weiterer Mast, der geknickt ist. Sie raucht an einigen Stellen. Aber ein kleines Beiboot, was zu Wasser gelassen wird. Ihnen geht's wohl offensichtlich gut. Nach einer halben Stunde seid ihr an Bord. Mir kommt ein ganz schlimmer Gedanke. Ja. Irgendjemand muss es Jalans Frau sagen. Das ist eure größte Sorge. Ihr kennt sie, oder? Aber ja, du hast recht. Sie hat ein Recht darauf, es zu erfahren, wenn sie ihn je geliebt hat. Nun, das hat sie bestimmt auf ihre einnehmende Art und Weise. Ja, ich denke auch. Sulamin, ihr solltet mit ihr von Frau zu Frau darüber sprechen. Ich glaube, das ist am besten. Ja, ich werde es ihr sagen. Aber zunächst müssen wir es den anderen sagen. Haswulf und den anderen Offizieren und ja, allen. Lasst uns erst kurz in die Kapitänskajüte gehen und die Offiziere zusammenrufen. Ja, das klingt vernünftig. Los! Gartenhagrist, holt mir den verdammten Zwaffnirgeweihten in die Kapitänskajüte. Verzeiht, mein Herr. Ich muss Meldung machen, dass er verwundet ist. Er befindet sich unten. Oh, Bastard. Schwer. Er hat ein Auge verloren, mein Herr. Ja, dann kann er ja noch laufen, oder nicht? Wird so ausgerichtet. Damit geht er ab. Danke. Ja, ich blicke noch ein letztes Mal in Richtung der Trollzacke. Ihr habt gut gekämpft, ruht euch aus. Der nächste Kampf wird kommen. Los, Abelmir, kommt in eure Kajüte. Steht da nicht so rum. Ja. Lasst uns gehen. Ich trete in die Kühe ein und lass mich schwer in meinen Stuhl fallen. Ja, nur damit ich es erwähnt habe, was ich offenbart habe, behaltet ihr für euch. Natürlich. Uns geht nur Wunderbar. Preis selbst etwas an. Ja. Was ist unser nächstes Ziel? Es erscheint mir, ich weiß nicht, nicht sinnlos, aber ich habe die Orientierung verloren. Was wir zuerst tun sollen? Schlafen. Ich denke, keiner von uns ist gerade in der Lage, gute Entscheidungen zu treffen. Wir sollten eine Nacht drüber schlafen. Wenn wir einen Kurs setzen müssen, dann vielleicht wieder Gen Sinura? Ist ein Kurs gut wie jeder andere. Wenn wir in Sinura liegen, können wir immer noch entscheiden, was wir als nächstes tun. Also Sinoda. Was tun wir mit seiner Kajüte, mit seinen Sachen hier?
Ja, seine Frau nehme ich an. Oder seine Kinder dann später. Wir sollten die Maske unten in der Kapelle aufstellen. Ja, eine gute Idee. Na gut. Ich werde deine Sachen zusammensuchen und sie sicher verwahren. Das ist gut. Wenn ihr über das reden wollt, stehe immer zur Verfügung. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Nun, mit Satinavs Hilfe eines Tages. Vielleicht. Mit ein wenig Glück sterbe ich vorher. Sag das nicht. Es wäre doch nur gerecht, oder? Das Leben ist nicht gerecht, Abelmir. Ja, sonst würde ich hier nicht sitzen. Sonst würde keiner von uns hier sitzen. Ja. Betrachten wir es als Buße. Denn sonst wären wir da, wo er jetzt ist. Er hätte das verdammte Ding nicht anfassen sollen. Ja, aber ihr wisst genauso gut wie ich, dass wir ihn davon noch nie abhalten konnten. Ja, wir sind auch damals als er mit dieser schwarze Schwert anfassen wollte. Ach, da war die noch gar nicht dabei. Ach, ich vergaß. Dabei hat er sich die schwarze Hand geholt. Ja, nicht nur einmal. Ja, Lan war schon ein Unikat. Oder das andere Mal, wo er zum Meditieren in die Wüste gegangen ist, wenn wir die ganze Drecksarbeit machen mussten und mit Hafax verhandeln. Wisst ihr das noch? Oh ja. Ja. Der Raffin ist fast dabei gestorben. Ja, dieser faule Bastard. Er wird uns fehlen. Ja, das wird er. Aber ihr solltet das nicht als Unfall betrachten. Es ist nicht wie eine schiefgegangene Beschwörung oder so. Wenn es nicht Preyers Wille gewesen wäre. Naja. Manchmal frage ich mich, ob die Götter uns nur als Spielfiguren sehen, als austauschbare Objekte. Ja, Abelmir, wir alle sind Werkzeuge ihres Willens. Die Götter haben viele Diener, aber sie lieben uns alle. Denn wir sind alle irgendwie einzigartig. Es gibt nur diese Zeiten, in denen das schwer zu glauben ist. Ja, da habt ihr recht. Nun, insbesondere jetzt, wo uns ein Licht verloren gegangen ist, sind die Zeiten vielleicht noch ein bisschen finsterer geworden. Ja. Ja, und ich will es gar nicht ansprechen, aber wir brauchen neue Soldaten. Die Tür wird langsam aufgeschoben und dann wieder zugedrückt. Ihr könnt erkennen, wie dort Haswolf steht. Stützt sich schwer auf sein Holzbein. Hat einen dicken Verband um den Kopf. Sein Arm hängt in einer Schlaufe. Haswolf, bitte setzt euch. Hier auf dem Sofa ist noch ein Platz frei. Hab schon gehört, ihr hattet Verluste. Ja, mehr als die Hälfte. Ach, was sage ich? Noch mehr als drei Viertel. Verzeiht, Kapitän, ich habe euer Schiff beschädigt. Macht
Das sollte unser kleinstes Problem sein. Schiffe können repariert werden, Menschen nicht. Ich wollte es nur melden. Ich habe alles ins Logbuch geschrieben. Natürlich. Den Rest schreibe ich noch rein, wenn ich die Zeit dazu finde. Ja, erholt euch erst einmal. Ihr wolltet mich sehen. Nun, wie ihr seht, sind wir nicht vollständig. Yalan, er hat es nicht geschafft. Das stimmt so nicht. Er ist nicht tot oder so. Kryos hat beschlossen, ihn zu sich zu nehmen. Er ist ins Licht gegangen. Ja, okay. Oh, ja. Ist das jetzt irgendwie... Ah, ich bin zu müde. Ich will nicht diskutieren, ich will mich nicht streiten. Er ist nicht da. Das bedeutet, dass wir einen neuen 1-O brauchen. Schlage daher Diamantis vor. Er ist bereits Offizier und... Nun, er kann gut mit der Mannschaft. Ja. Klingt nach einer guten Idee. Ja, aber gib dem Ganzen ein paar Tage Ruhe. Ja. Wir sehen schwach aus, wenn wir... direkt wieder jemanden ersetzen. Ich glaube, die Mannschaft ist auch zu müde zum Rebellieren. Sie ja, das nicht hinterfragen. Wie viele Verluste haben wir ja gar erlitten? Ja, nur 10 Matrosen. Geht schon. Schaffen wir es bis Sinoda? Bis Sinoda schon. Ich weiß nicht, ich würde mich jetzt auf nichts einlassen. Mal wieder nicht. Wir brauchen halt wirklich mal Ruhe. Wir müssen. Angroschmini hat schon gesagt, dass sie anlegen müssen, die Schmiede aufbauen, aber. Verzeiht, irgendwann ist halt wirklich zappenduster. Gerade wenn jetzt noch mehr Schiffe kommen. Wir haben sie auch nicht zerstört, wir haben sie nur abgehängt. Wir hatten im Prinzip keine Chance. Sie sind halt im Norden der Insel angelegt. Ich weiß nicht, was sie da tun, aber. Ich weiß auch nicht, was mit der Sonnenlegion passiert ist. Bin einfach nur froh, dass wir es geschafft haben. Vielleicht sollten wir uns erstmal einmal Versteck suchen. Dieser Kotnas Hahn hat doch ein Piratenversteck. Dort könnten wir vorerst sicher sein. Einen sicheren Hafen, ja. Tja, mir ist es egal, ob Eskan oder Sinoda, aber wir brauchen auf alle Fälle einen richtigen Hafen zum Reparieren. Fangen wir mit Sinoda an, würde ich sagen. Ja, wir sollten uns nicht Kotnas Hahn mit so einem Schiff ausliefern. Gut, dann ist beschlossen. Sinoda. Ja, es werden sich. Ich mach die Meldung aber oben nicht. Ich leg mich jetzt wieder nach unten, wenn das okay ist. Ja, geht. Mir geht's wirklich dreckig. Ja, tut das. Abenteuer und so. Es werden sich schon Gerüchte an Bord verbreiten. Wir sollten nicht zu lange warten, um die Mannschaft zu informieren. Ich werde mir ein paar Dinge notieren und dann alle versammeln, die nicht unabkömmlich sind. Ich werde Licht machen. Das ist gut. Hasswolf, es ist gut, dass ihr überlebt habt. Ich bin schon weg. Damit zieht er sehr unbeholfen mit seiner verbliebenen Hand die Tür auf, zwängt sich einmal hindurch und zieht sie dann wieder zu. Es klackt und dann hört ihr nur noch sein Holzbein. Ja, aber heute ist nicht mehr die Zeit für eine Ansprache. Ich meinst denke, du? Morgen früh, es ist früh genug. Ja, lass die Männer sich ausruhen. Ja, ihr habt recht. Und auch wir brauchen Schlaf. Es war ein anstrengender Tag, es ist viel passiert. Ja, du hast nicht Unrecht. Ich würde aufstehen und nach jedem Einzelnen durch das Kopfhaar und bei Boltax durch den Bart fahren.
beruhigend zu wissen, dass ihr wenigstens noch lebt. Nun, dann gute Nacht. Möge Bestarie eure Träume segnen. Hoffentlich träume ich nicht. Ihr legt euch hin und fallt, zerstört wie ihr seid, in einen traumlosen Schlaf. Ihr fühlt euch auch nicht erholt, aber irgendwann wacht ihr wieder auf. Euer Schiff schwankt leicht, es riecht nach Salz in der Luft. Ihr könnt Maraskaner hören. Viele Maraskaner. Ein Gewimmel, ein Gewuhl. Aber der Kopf. Euer ganzer Körper schmerzt von den Kämpfen. Und die Erinnerung an Yalan. Ob er jetzt gestorben ist oder nicht, er ist nicht hier. Es macht keinen Unterschied. Ihr steht aus euren Betten auf. Abelmir, du siehst auf der gegenüberliegenden Seite noch die leere Hängematte, wie sie dort leicht schwankt. Sie ist leer. Ja, ich würde mal noch aus dem Bett steigen, so wie ich bin, und rüber zur Hängematte gehen. Und mit der linken Hand leicht das Kopfkissen berühren. Oh ja, dann. Ich hoffe, wo ihr seid, euch geht's gut. Asche. Ja, dann würde ich anfangen, mich anzuziehen und die Sachen zusammenzuräumen und in eine große, schwere Truhe zu verpacken. So eine Truhe. Hattest du Jalans Maske? Ja. Dir fällt auf, dass sie für dich schwer anzufassen ist, als würde sie dir die Zauberkraft aussaugen. Selbst im Tod, selbst im Licht. Yalan, du bist ein Spitzbube. Ich würde sie dann ganz zum Schluss ganz nach oben auf diese seine Sachen legen und die Kiste dann verschließen. Nach und nach könnt ihr an Deck treten. Könnt sehen, wie ihr an Synoda angelegt seid, über Nacht. Lange habt ihr nicht gebraucht von Yandraskan, von den Gilaskanischen Inseln nach Synoda. Euer Schiff raucht noch immer. Ihr könnt es hämmern hören, einige Handwerker, die in den Segeln hängen oder unterirdisch etwas ausbessern. Das Leben geht weiter, aber es fühlt sich nicht so an. Ich würde mir mal unten Bootsmart tun. Bootsmart, lass die Leute antreten. Jawohl, mach ich so. Antreten! Schau mich mal nach Sulamin um, die ist wahrscheinlich schon umgegangen. Ja, Sulamin nickt dir noch zu und geht dann nach oben an die Brüstung. Sie hat am Abend versucht, gleich einzuschlafen, aber es hat nicht funktioniert. Und dann hat sie am Ende noch über eine Stunde auf ihrem Briefpapier herumgekritzelt, was man denn über Yalan sagen kann. Und so ist das, was sie der Mannschaft sagen möchte, am nächsten Morgen auch fertig. Und ja, so wartet sie jetzt, bis sich möglichst alle an Deck versammeln. Ihr könnt sehen, wie sie träge von den Segeln runterkommen. Die sind schon aufgerollt. Man führt noch einige Flickarbeiten aus an den Segeln. Traurig hängt eure Flagge im Wind. Und dann stehen sie allesamt vor euch. Aufgereiht in Reih und Glied, die Dukatengardisten auf der linken Seite. In der Mitte die Matrosen. Und irgendwo auf der rechten Seite die anderen Offiziere, wenn sie nicht bei euch stehen. Kandesitiana wurde ebenso nach oben gebracht. Steht dort mit Händen in Fesseln. Schaut etwas traurig und verloren in der Gegend umher. Eine Wache, die bei ihm steht. Ihr könnt die anderen Schiffsmager erkennen. Die Bordheilerin, den Bordheiler. Allesamt stehen sie da. Auch Hasswolf, der euch aus seinem letzten verbliebenen Auge anblickt. So viel hat er schon für euch gegeben.
Rumin lässt den Blick über all diese vertrauten Gesichter schweifen und meint dann, wir haben Synoda erreicht, aber bevor einige von uns an Land gehen, habe ich euch noch etwas mitzuteilen. Ich habe euch nicht hier versammelt, um zu trauern. Denn zur Trauer gibt es keinen Grund. Ja, einer ist gestern von uns gegangen. Einer, wie es keinen zweiten gibt. Doch ist das kein Grund zu trauern, sondern ein Grund, die Götter zu preisen. Denn er ist nicht tot, sondern er wird ewig leben im Angesicht von Praios, badend in seinem Glanze. Yalan, Ukurian, Greifenmund von Zorgan war kein einfacher Mensch. Ich würde es mir daher zu einfach machen, würde ich sagen, wir alle werden ihn vermissen. Aber von Praios erwählt zu werden, ist auch keine leichte Bürde. Yalan war stolz. Er war aufbrausend. Er war selbstgerecht. Aber er war auch mutig, entschlossen, aufrichtig und treu. Sicherlich tat er nicht immer das Richtige. Doch er hörte nie auf, nach dem rechten Pfad zu suchen. Was er in den 31 Jahren, die ihm auf der Erde vergönnt waren, erlebt und geleistet hat, würde für 10 Biografien reichen. Und manches davon erscheint zu widersprüchlich, als dass es wahrhaft ein und derselbe Mann sein könnte. Er war Ritter, Bandstrahler, Geweihter und Erwählter des Greifen Obaran. Doch er war auch Kapitän der Dämonenarche Gezeitenspinne, trat im Turnier von Yol Gurmak für Glorana an und folgte Albuin Invictus, den sie in der Stadt des Lichtes den Ketzer nennen. Er war stolz darauf, Belharion Menning den Arm abgeschlagen und nicht weniger als 3 Drachen getötet zu haben, und berühmt für die Heptarchen, die er zu Fall gebracht hat. Selbst dem schwarzen Drachen Rassasor ritt er furchtlos ins Maul hinein. Und auch in dieser Stunde ließ Praios ihn nicht im Stich. Trotz all seiner Heldentaten nagten aber auch seine Verfehlungen an ihm. Er war müde, er war zerrissen, und doch gab er nicht auf. Kurzum, er war ein Mensch, makelbehaftet und trotzdem ein Wunder. Doch nun sind all seine Makel ausgelöscht und so bleibt nur noch das Wunder seiner Entrückung. Er ist uns vorangegangen ins Paradies. Darum sollten wir Praios danken und uns für Yalan freuen. Lebe wohl, Yalan. Mögest du in Praios Lichtpalast endlich den Frieden und die Freude erfahren, die dir auf Dere nicht vergönnt waren. Praios Vult. Ja, und in dem Moment. In dem Moment zünde ich einen Flimflam, der nach oben aufsteigt. Und Zulamin hält die goldene Falkenmaske empor, die sie sich zuvor noch von Abelmir hat geben lassen. Und dann geht sie mit gesenktem Kopf wieder die Stufen hinunter und gesellt sich zu den anderen. Nun wissen sie es. Das war sehr gut. Ich hoffe, meine Rede wird dann auch so schön.
Ich hoffe, dass ich nicht so lange lebe, um sie für dich zu halten. Ja, das hoffe ich schon. Aber nun. Kapitän. Ja. Was machen wir jetzt hier? Das Schiff reparieren? Ja, das ist das Wichtigste. Das Schiff muss wieder instand gesetzt werden. Wir haben eine Aufgabe. Yalan soll nicht umsonst gestorben sein, ins Licht gegangen sein, wie auch immer. Dann ordnet die Reparaturen an und wir besprechen uns, wie wir weiter verfahren wollen. Ja, ich werde gleich mit Angra Schmina reden. Sie weiß vermutlich am besten, was getan werden muss. Ich bin gestern Abend nicht mehr zu Nitya gegangen, aber ich sollte das wohl tun. Dann. Und schaff diesen verdammten Paktierer wieder unter Deck. Jawohl, Kapitän. Wir wissen nicht, ob er ein Paktierer ist. Das war Yalan sehr wichtig. Unschuldig bis zum Beweis der Schuld. Wir werden sehen.